Ding, der Ding, der Ding, der Ding. Hallo, heute beginnen wir mal wieder das Video hier, wo es wahrscheinlich auch wieder enden wird, am Tisch. Nun denn, heute möchte ich euch nach Griechenland auf den Olymp entführen. Was würden die da oben essen? Wahrscheinlich ein leckeres Hähnchen mit Kartoffeln und Tzatziki. Nun, da kam mir das Testpaket von Ankerkraut gerade recht, und zwar Smoking Toys. Eigentlich für Gyros gedacht, aber warum sollen wir dann nicht auch mal ein Hähnchen würzen? Kartoffeln, griechische Art, Knoblauchkartoffeln, und dazu gibt es das Tzatziki, wo mir das Rezept im April damals der Jatko Gutpak geschrieben hat, als Kommentar. Das werde ich heute mal ausprobieren. Wir werden sehen, ob das alles was wird, ob es lecker wird. Ich sag's euch hinterher, aber dazu gehen wir jetzt erstmal da rein. Wir fangen zuallererst mit unseren Kartoffeln an. Hier die Kartoffeln klein geschnitten, so Kartoffelspalten, zumindest habe ich es mal probiert. 2, 3, 4, 10 Knoblauch, je nach Geschmack. Oregano hergerichtet. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, Zitronen einzukaufen. Nehmen wir wieder die hier. Pfeffer, Salz und Olivenöl. Nun fangen wir mit unserer Marinade für die Kartoffeln an. Dazu arbeite ich heute mal wieder frei nach Gefühl. Ungefähr so, dass es auf die Kartoffelmenge abgestimmt ist. Das Olivenöl hinzu. Salz. Ordentlich Pfeffer. Ich mag zurzeit den bunten ganz gerne. Dann ordentlich von der Zitrone. Und zum Schluss noch Oregano. Das Ganze selbst verfreilich ordentlich aufrühren. Und dann können wir unsere Kartoffeln drunter tun. Und ordentlich durchmischen. Und ich denke mal, von der Menge her, Öl und Gewürze reicht es aus. Das Ganze wird jetzt abgedeckt, bis es auf den Grill kommt. Und zwar in dieser Schale hier kommt es dabei noch im Kühlschrank. Und wir werden jetzt gleich mit dem Hähnchen weitermachen. Das hier dürfte jetzt eine unserer leichtesten Übungen sein. Übrigens wieder eine Französin. Wir werden sie erst einmal etwas einölen. Und dann unser Gewürz drüber. Ihr könnt natürlich auch selber ein Gyros-Gewürz mischen. Das ist wieder jedem selber überlassen. Ich finde dieses hier sehr lecker und möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Und von innen natürlich auch noch ein bisschen. So, dann werden wir das Baby mal aufspießen und nachher gleich hinausgehen und auf den Grill tun. Das war's für hierherinnen jetzt für den Augenblick. Wenn das Ding sich draußen auf den Spieß dreht, werden wir wieder reingehen und unser Tzatziki vorbereiten. Aber jetzt gehen wir erst einmal gleich raus. Das Hähnchen kann drauf. Und noch etwas will ich heute wissen, und zwar, wie wird mein Hähnchen, wie lange dauert mein Hähnchen, wenn ich nur auf einer Seite die Kohlen habe.
noch kurz gucken, ob es sauber dreht, und dann können wir einen Deckel drauf tun. Dreht recht sauber, lassen wir so. Deckel drauf. Und auf dem zweiten Grill, wo nachher die Kartoffeln drauf kommen, tue ich jetzt gleich einmal etwas Butter drauf, noch mit dem Gewürz, damit die schmelzen kann, und da streicht man nachher ab und zu mal das Hähnchen ein. Nun die kleine Übersicht über das Tzatziki. Messer, Knoblauchpresse, eine Schale mit Löffel zum Verrühren, dann eine Reibe, original griechischer Sahnejoghurt, etwas Essig, ich habe jetzt den Apfelbalsamessig genommen, Olivenöl, etwas Salz, Pfeffer, wer mag, ein paar Dillspitzen, frischer war leider keiner mehr übrig, Knoblauch, eine Gurke und was ich jetzt auch noch hinzugefügt habe zu dem Rezept von dem Kollegen, ist Schnittlauch und Schnittknoblauch, wovon ich aber wahrscheinlich nur die Hälfte von dem Bund hier verwenden werde. Nun, die Gurken werden hier grob gehobelt, in einem sauberen Handtuch dann ausgepresst und kommen dann in die Schale rein. Knoblauch gepresst, Joghurt dazu, das mache ich jetzt alles soweit, das natürlich auch klein schnibbeln. Und wenn es an die Gewürze geht, hole ich euch wieder dazu. Die Gurke schön gepresst, das noch schön ballen, das andere Zeug klein geschnibbelt und mit drin. Ich habe übrigens jetzt 2 Becher Joghurt verwendet, einer war doch etwas sehr wenig. Dann tun wir ein paar von den Dillspitzen hinzu. Das mache ich jetzt auch mal frei nach Gefühl. Naja, könnte so ein Teelöffel sein. Dann vom Apfelessig. So knapp einen Esslöffel. Olivenöl. Einen Schuss halt. Salz wieder nach Gefühl. Wird ja nachher noch abgeschmeckt. Pfeffer muss nicht, kann man. Jeder wie er will. Ich möchte etwas drin haben. Und das Ganze erstmal ordentlich aufrühren. Dann werden wir unsere erste Kostprobe machen. Ne, ich muss nochmal probieren. Und weil es so gut ist, gleich nochmal. Das heißt, perfekt, optimal, lecker. Dann werden wir wieder hinausgehen und uns um das Hähnchen und die Kartoffeln kümmern. Dann gucken wir mal wieder. Und werden gleichzeitig wieder einpinseln. Das ist übrigens auch schon das zweite Mal zum Einpinseln und höchstwahrscheinlich auch das letzte Mal. Deckel wieder drauf und weiter warten. Das war jetzt circa eine Dreiviertelstunde bis jetzt auf dem Grill. Nun denn, eine Stunde werden die Kartoffeln allerweil brauchen. Die lege ich jetzt schon mal auf. Schön in der Schale verteilt mit der gesamten Flüssigkeit. Und ab und zu halt auch hineingucken und eventuell drehen und wenden. Nun denn, ich würde sagen, Hähnchen fertig. Oh, sieht das lecker aus. Bitteschön. Richtig schön. Ja, eine Seite Kohlen reichen definitiv für die Hähnchen aus auf dem Spieß. Wunderbar. Die Kartoffeln brauchen noch 5 Minuten. So, dann nehmen wir die Kartoffeln auch herunter. Ich hoffe, die sind gut geworden. Naja, mit den Kartoffeln oder mit Kartoffeln allgemein stehe ich ja etwas auf Kriegsfuß. Aber wir werden es gleich wissen. Und für euch heißt es dabei, Vorhang auf für die Fotoshow.
Ja Leute, doch nichts mehr draußen. Ich habe es nicht mehr geschafft. Das war sowas von lecker. Ich habe mich nur noch auf die Couch schleppen können, bevor ich komplett zusammengebrochen wäre. Das Hähnchen mit dem Gewürz, unglaublich. Einfach ausprobieren, nachmachen, mal wirklich was anderes. Die Kartoffeln auch sehr lecker, auch wenn ich das nächste Mal den Essig weglassen werde. Und das Tzatziki, da muss ich mal gleich noch was überlegen für morgen, weil ich noch was übrig habe. Und da werde ich vielleicht irgendeinen Burger basteln mit Tzatziki. Lasst euch überraschen. Nun, das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch einen Daumen nach oben. Würde mich wirklich riesig freuen, wenn es euch gefallen hat. Und für die, wo es noch nicht haben, vielleicht noch ein Abo. Aber ich schalte jetzt die Glotze ein und ruhe mich erstmal vom Essen aus. Ciao. Im? Ja, noch. Nochmal. Leider habe ich mal wieder vergessen, genau das da. Nochmal. Hervorragend. Bohnen. Was? Was? Sag doch einfach, dass es doch mal lecker war, dass man es nachmachen kann. Daumen hoch, Abo und gut ist. Die wissen aber doch, dass es lecker war, wenn du wie ein gestrandetes Walross auf der Couch liegst.